passieren, dass von der Verwaltung ein falscher Bescheid ergeht, dass Gebühren fehlerhaft berechnet, Genehmigungen zu Unrecht verweigert werden. Dann kann bzw. konnte der Bürger dagegen Widerspruch einlegen. Dieser Widerspruch gab der Verwaltung die Möglichkeit, eigene Fehler zu korrigieren, ohne die Gerichte zu bemühen. Dieses Verwaltungsformlose aus der Welt schaffen ist jetzt aber in vielen Bundesländern ganz oder teilweise aus der Welt geschafft worden, wurde beim Bürokratieabbau gestrichen. Begründung unter anderem, die meisten Widersprüche würden eh abgelehnt. Für den Bürger heißt das, er muss kuschen oder die hohe Hürde nehmen und kostspielig vor Gericht ziehen. Andreas Halbach und Steffen Juzikowski über Widerspruch zwecklos. Seit Jahren ärgert sich Ralf Bayer aus Braunschweig über seine ständig steigenden Abwassergebühren. Der Rentner hält das für unberechtigt und würde sich gern wehren. Doch seit 2005 ist das einfache und kostengünstige Widerspruchsverfahren in Niedersachsen abgeschafft. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit des Widerspruchs, sondern wir müssen klagen. Und diese Klage kostet uns dann pro Jahr 75 Euro. Es ist also ein nicht hinzunehmender Zustand, dass wir 75 Euro bezahlen für etwa 60 Euro mehr Gebühren pro Jahr. Und das nun für jedes Jahr erneut. Das ist etwas, was höchst ärgerlich ist. Bei einer Klage müsste er Geld vorstrecken und bekommt es nur zurück, wenn er gewinnt. Dieses Risiko ist dem Rentner zu hoch. So haben sie sich in Braunschweig zu einer Initiative zusammengeschlossen, um für ihre Bürgerrechte zu kämpfen. Wir haben in Braunschweig seit Jahren große Probleme mit der Intransparenz im Rathaus. Seit Jahren werden falsche Gebührenbescheide hier verschickt. Wenn in dieser Lage dann auch noch das Widerspruchsverfahren gekippt wird und die Bürgerinnen und Bürger vor Gericht gezwungen werden, dann ist das ganz einfach unzumutbar. Im Braunschweiger Rathaus weist man die Vorwürfe zurück. Die Rechte der Bürger würden gewahrt. Viele Politiker halten das Widerspruchsverfahren für überflüssig. In 10 von 16 Bundesländern ist es schon ganz oder teilweise abgeschafft. Allen voran in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, wo der Bürger in nahezu allen Rechtsgebieten gleich vor Gericht ziehen muss. Unzumutbar, erklären Juristen und die Opposition in NRW. Es werden Bürgerrechte abgebaut, ein einfacher und kostenfreier Rechtsbehelf wird den Bürgern weggenommen und dazu wird eine soziale Hürde aufgebaut, weil jetzt nur noch diejenigen ihr Recht suchen können, die es sich auch leisten können. Wir halten das für im höchsten Maße unsozial. Es findet eine Erosion des Rechtsstaats statt. Die Möglichkeiten des Bürgers, sich zur Wehr zu setzen, werden schleichend immer geringer. Und das führt dann letztlich auch dazu, dass das Vertrauen in den Rechtsstaat beim Bürger langsam aber sicher schwindet. Auch sie werden vor Gericht gezwungen, Bürger aus Lünen. Hier in ihrer Nachbarschaft soll ein neues Kohlekraftwerk entstehen. Die Abgase seien gefährlich für die Umwelt und für ihre Gesundheit, fürchten die Anwohner und wollen sich wehren. Ihnen bleibt nur der Klageweg und der ist teuer. So müssen sie Geld auftreiben für Gericht, Anwälte und Gutachter. Dafür sammeln und verkaufen sie Altpapier oder auch Buntmetalle. Vor einem halben Jahr hätten wir noch kostenlos Widerspruch einlegen können. Jetzt ist uns das Widerspruchsverfahren genommen. Und somit müssen wir jetzt binnen kürzester Zeit Klage einreichen und binnen kürzester Zeit 30.000 Euro einsammeln, damit wir vor Gericht ziehen können, um Klage einzureichen. Die Abschaffung des Widerspruchsrechts ist ein Beispiel dafür, dass hier der Wirtschaft absoluter Vorrang gegenüber der Bürgerbeteiligung, gegenüber Umweltschutzbelangen, gegenüber dem Gemeinwohl eingeräumt wird. Nordrhein-Westfalen ist besonders weit gegangen bei der Abschaffung des Widerspruchsverfahrens. Egal ob Bescheide über Steuern und Abgaben, Abfallgebühren, Straßenausbau oder Gewerbeangelegenheiten, vorbei die Zeit, als der Bürger mit dem einfachen Widerspruch die Behörde zur nochmaligen Überprüfung und ausführlichen Begründung zwingen konnte. Das kostete Kommunen wie die Stadt Düsseldorf viel Zeit und Geld. Sie wollen sparen und Bürokratie abbauen, so das Argument für die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens. Das aber gehe zu Lasten des Rechtsschutzes der Bürger, halten Kritiker dagegen. Statistiken gäbe es zwar kaum, doch immerhin, so die Erfahrung von Verwaltungsrechtlern, sei jeder vierte Widerspruch erfolgreich gewesen. Ich bin sehr skeptisch, was die Abschaffung der Widerspruchsverfahren anbelangt. Ich halte dieses Verfahren für ein sehr effektives Rechtsbehelfsverfahren für den Bürger. Es ist einfach, es ist ortsnah, es ist schnell und es ist kostengünstig.
sodass ich also die Meinung nicht teilen kann, dass durch das Widerspruchsverfahren die Bürokratie zu stark ausufert. Verwaltungsrichter werfen den Behörden vor, das Problem nur zu verlagern. Heute schwappt eine Klagewelle über die Gerichte. So hat sich nach der Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in NRW die Zahl der neuen Fälle an den Verwaltungsgerichten im ersten Quartal 2008 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt auf 10.256 Klagen. Die Klagen beschäftigen sich teilweise mit Banalitäten, mit kleinen Detailfehlern bei der Sachverhaltsermittlung, die wären der Behörde im Widerspruchsverfahren problemlos selbst aufgefallen. Nun müssen wir darauf hinweisen, dass dort ein Fehler passiert ist. Das ist unnötig. Unnötige Arbeit hatten Richter auch im Fall von Hans-Heinrich Ostermeier. Er hatte Subventionen beantragt. Bei der Berechnung hat die Landwirtschaftskammer schlicht einen Acker vergessen. Ostermeier hätte pro Jahr 3.000 Euro weniger bekommen. Ihren Fehler hätte die Kammer früher im Widerspruchsverfahren mit einem Federstrich korrigieren können. Doch jetzt musste der Landwirt klagen, bis er zu seinem Recht kam. Da fühlt man sich schon etwas verschaukelt, weil es entstehen nur höhere Kosten. Für den Bürger wird es viel schwieriger, seine Rechte eben zu wahren. Und es wird nur komplizierter gemacht und viel, viel teurer. Und am Ende bezahlt der Steuerzahler. Frontal 21 fragt nach bei den Innenministern in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Keine Interviews. In Bayern ist die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens und seine Folgen in einem Pilotprojekt getestet worden. Das Gutachten ist eindeutig. Zitat: Der Widerspruch hat sich als bürgerfreundlicher und schneller Rechtsbehelf bewährt. Dennoch, die bayerische Landesregierung sah keinen Grund, dem Expertenrat zu folgen, beharrt auf der Abschaffung in wichtigen Rechtsgebieten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in vielen Verfahren das Widerspruchsverfahren nichts bringt, sondern jeder, der nicht Recht bekommen hat, im Widerspruchsverfahren anschließend doch zum Verwaltungsgericht gegangen ist. Damit war das nur eine zeitliche Verzögerung, die nicht sinnvoll ist. Staatsrechtler wie Jan Zico halten die Abschaffung des Widerspruchs für den falschen Weg. Die vorgebliche Entbürokratisierung rechtfertige nicht den Abbau von Bürgerrechten. Aus meiner Sicht sollte man die positiven Aspekte des Widerspruchsverfahrens stärken, es ausbauen, insbesondere die Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger mündlich zu Worte zu kommen, mit ihren Problemen gehört zu werden, stark aufrüsten, anstatt das Widerspruchsverfahren abzuschaffen. Das ist aus meiner Sicht kein gewinnbringender Weg für einen Rechtsstaat.